Dieser Trottel Stuhlinger könnte das nicht. So, jetzt fehlt aber immer noch ein Teil. Und wo das jetzt ist, ja. Muss ja hier irgendwo noch liegen. Da ich das noch nie so richtig zusammengebaut habe. Guck mal, das ist jetzt das dritte Ding. Genau, und dann fehlt ja noch die... Das MG da. Dass der nicht rennt, ist super. Und wo liegt jetzt das dritte Teil? Also hier unten kann es nicht liegen. Ah doch, der rennt doch. Da liegt nichts. Kann das vielleicht da unten liegen? Ja, da. Ich frage mich, ob dieses Ding zu dem anderen passt. Da haben wir es doch. Das sollte der Höhepunkt dieses Teils sein. So. Jetzt haben wir das aufgenommen. Also ich muss es nur einmal aufnehmen und dann habe ich es dann auch. Jetzt muss ich nur warten, bis dieser Bus kommt. Wo ist der jetzt? Also ich muss nur noch warten. Achso, da kann ich ja mal meine Trick hier anwenden. Komm mal runter. Benutze dein Auto. Und du. Das ist so ein Scheiß hier mit dem Auto. Oder das haben sie doch irgendwie ein bisschen komisch gemacht. Also der muss durchs Auto gehen, um zu mir zu kommen. Oder übers Auto. Muss er. Also er muss. Er kann jetzt nicht hier außen rum, nein, er muss durchs Auto. Und er kann jetzt nicht hier außen rum, nein, er muss übers Auto. Das muss er, muss. Ist so programmiert. Dann muss er das. Also ist er schon schlau. Er macht das, was er soll. Ja. Ach ja. Ich könnte es ja eigentlich auch im Zeitraffer jetzt machen. Ne? Oh. Nein, jetzt geht durchs Auto. Aber er sollte eigentlich gleich wieder kommen. Dann sind wir bei der Stadt, ne? Ja. Und dann muss ich noch einmal bis zur Farm fahren und mir da meine Turbine zusammenbauen und dann haben wir die Trophäe eigentlich. Und ja, ich könnte eigentlich auch die wie heißt sie, Jetkanone zusammenbauen. Nur, ja. Die ist mir ein bisschen zu wow. Ja, bei solchem Wetter kommt nichts Gutes herum. Komm ans Fenster, komm ans Fenster. Ja. Das ist doch schön. Also, ja. Also, wir haben es gleich auf jeden Fall. Zwei Trophäen sind dann schon mal locker fertig und dann habe ich ja den Schuh schon angemacht. Und dann kann ich auch die letzte Trophäe noch machen. Dann sind es drei Trophäen, dann spiele ich einfach noch so lange. Ne? Und wenn ihr wollt, dass ich einfach mal nur so spiele ohne Trophäen, einfach nur drauf los, dann könnt ihr das mal schreiben. Ich kann das vielleicht auch mal in einem Stream, also auf Twitch, zum Stream machen. Wollte ich eigentlich mal machen, ob ich das jetzt mit meiner Internetverbindung so kann. Das ist halt dann noch die Frage, aber ja, es sollte eigentlich klappen. Ist halt dann nicht die Qualität, die ihr ja auf YouTube habt. Das ist logisch, weil mein Internet, das hat es, wenn es hochkommt, 120 Kilobytes pro Sekunde, also Upload. Und ja, da kann ich, glaube ich, nicht so richtig gut streamen. Aber, oh. Ja. Jetzt müsste ich zwei Türen öffnen. Und das will ich nicht. Ich will warten, bis der Bus wegfällt. Weil so viel Geld habe ich nicht. Und den töten will ich auch nicht. Nee, ich muss ja, ich muss.
Wahrscheinlich nicht. Bis zum nächsten Ersten. Okay. Sieht übel aus, Mist. Dann. Ich total pleite. Ja, dann muss ich halt warten, bis der Bus wegfährt. Tut mir leid. Das muss so sein. Aber ist ja nicht so schlimm. Auch wenn ich jetzt einen Teil am Bus anbringen will, aber ja. Ich habe halt zu wenig Geld und den jetzt umbringen will ich nicht, weil ich bin hier eingekesselt. Und hier zu überleben auf dieser Map, nee, ist ein bisschen... Ja, aber... ist ein bisschen schwer. Und die nächste Trophäe, die ich versuche, die ich glaube ich aber nicht in live... also nicht live Let's Play, sondern einfach danach kommentiere, ist dann die mit den Türen öffnen, ohne so in Brand gesteckt zu werden. Die Trophäe, das wird glaube ich die letzte sein, die ich eben hier jetzt im Trophäen-Dings mache für das Hauptspiel. Also für diese Map hier. Beim nächsten im nächsten Map hier gibt es ja dann auch wieder eine neue Map, die heißt ja die Wies. Oder die Riese, oder wie auch immer, wie die das da nennen. Weil der Riese ist ja die alte und die Riese ist der neue. Ja, die haben auch irgendwie keine neuen Einfälle, aber... da gibt es ja auch nochmal Trophäen. Und die würde ich dann eigentlich wieder mit dem Marius zusammen machen. Wenn vielleicht von euch jemand mitmachen will, kann mich gerne anschreiben. Und wenn jemand mich in PSN ab... also als Freund hinzufügen will, sollte er bitte auch dazu schreiben, wieso und ja, einfach nur wieso er mein Freund werden will, weil ich habe jetzt so viele Freundesanfragen gekriegt, also es sind jetzt glaube ich so 6, die jetzt noch da sind, da war vor waren glaube ich noch so ein paar mehr, die dann aber irgendwie sich selbst wieder gelöscht haben. Ja, und die haben da immer nur entweder nichts reingeschrieben oder reingeschrieben, bitte, bitte nehme ich als Freund an oder so, ja. Toll. Schön. Die Turbine mit, Mann. So, das war's. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Bus wiederkommt. Scheiß. Ja. Da wirklich ein Scheiß, ne? Ich könnte mir einen Juggernaut kaufen, ne? Und die Musik anmachen darf ich ja leider nicht, weil das ist ja Copyright geschützt. Also zwei von den drei Musikstücken, die hier laufen können, sind Copyright geschützt. Ne, warte mal. Doch, sind Copyright geschützt. Oder nur eins? Ne, warte mal. Also das eine Lied, das wir hier schon mal abgespielt haben, das war ja nicht Copyright geschützt. Das hat man ja gehört, das konnte man ja abspielen, das hatte ich ja laufen gelassen. Das, dann gibt es dann hier dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, von, auch vom Abspann da, dieses Musikvideo am Ende, diese Musik kommt ja hier auch, die ist auch Copyright geschützt, die dürfte ich dann auch nicht abspielen, dann würde dann der Ton jetzt weg sein. Und dann gibt es da noch die Musik, die auch im Abspann drin war, die jetzt auf dieser Map, wie heißen die? Auf der schwimmenden Insel da, diese Multiplayer-Map in der Disco da, oder in der Bar. Diese Musik, die da läuft. Die Musik kommt hier auch und die wäre, weiß ich gar nicht, ob die Copyright geschützt ist, habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Und das, ja, deswegen tue ich auch keine Musik mehr aktivieren in den Let's Plays. Und ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, weil ich die meiste Musik nicht abspielen darf. Da muss ich halt den Ton wegmachen. Und dann lasse ich lieber komplett weg. Ja, ist halt so, ne? Ja. Ja, wir können uns ja mal hier die Maps so angucken, was hier so kaputt ist. Und man kann auch... Habe ich jetzt mal rausgefunden, man kann auch von hier, also von der anderen Seite, kann man über diesen Hügel hier drüber laufen. Von diesem Sturm fernhalten. Da rüber laufen, wenn man von der Farm kommt. Sich einfach nicht rechts, sondern links halten. Dann kommt man dann über diesen Hügel drüber. Das ist schon gut gemacht, dass man nicht dass man eine Abkürzung laufen kann. Ist schon schön. Und diese Map hier ist auch irgendwie... Sieht ein bisschen so aus wie die eine Map aus MW3. Also es ist jetzt nicht die Map aus MW3, sondern die sieht halt so aus. Weil es ist auch so eine Kreuzung.
Ich glaube, das ist eine 1-2 gegen 2 Map, ich weiß gar nicht. Oder diese Face-Off-Maps, glaube ich, war das so eine kleine. War auch nur so eine Kreuzung. Da hinten war ein Spielplatz, Sportplatz, so ein Basketballplatz hier hinten, wo der Baum steht. Sieht eigentlich fast genauso aus, nur halt, dass das hier was ganz anderes ist. Ja, ist halt so. Und Pack-a-Punch kann man ja auch noch irgendwie machen. Habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, wie. Das, ja, das müsste ich mir eigentlich auch mal angucken, wie das funktioniert, damit ich es euch auch mal zeigen kann. Weil, ja, das ist ein bisschen schwer. Ich weiß nur, dass man dann beim Strom da unten die eine Tür da eine Turbine hinstellen muss. Und dann hier noch irgendwo, hier bei der Stadt noch irgendwo eine Turbine hinstellen muss. Wo jetzt genau, das weiß ich jetzt gar nicht. Und dann kann ich euch vielleicht noch mal zeigen, später oder vielleicht, wie man Geld ablagert. Das kann man ja auch hier in der Bank Geld ablegen und abheben. Das müsste ich eigentlich auch mal machen, weil ich habe hier noch nie Geld abgelegt, weil ich eigentlich nie so richtig viel Geld habe. Ja. Weil ich eigentlich immer früher sterbe, als dass ich hier Geld habe. Und hier oben kann man sich einen Juggernaut kaufen. Könnte ich sogar aufmachen, aber ich behalte mir jetzt lieber mal das Geld. Für was eigentlich? Für gar nichts. Einfach nur, damit ich es habe. Da sieht man 24 von 70 Volltreffern. Ist eigentlich gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. Ja, das stimmt auch. Jetzt, Bulls, komm noch mal her. Naja. Eigentlich ist die Tür. Muss man eigentlich die Tür und die Tür kaufen oder nur die? Nee. Ich weiß es nicht. Wäre ich früher aus dem Bus ausgestiegen, hätte ich es. Ah. Könnte sein, dass er jetzt kommt. Und da ist noch jemand online. Da ist er, der Bus. Dass der eigentlich nicht rennt, ist auch komisch, naja. Stullinger, kommt der gestammt von dir oder von den Teufelsbabys? Ach, schon wieder? So. Das passiert mir öfter. Den will ich nicht da drin haben. Komm raus. Komm raus. Da haben wir sie. Partybus. Für Untote. Ja. Ist doch schön. Jetzt fährt er gleich weiter. Dann fahren wir jetzt direkt zur Farm. Dann müsste ich mir eine Laterne suchen, um die dritte Trophäe zu machen. Das ging eigentlich gar nicht mal so. Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde und habe schon die erste Trophäe. Also das geht eigentlich ganz schnell. Also, ihr habt jetzt auch gesehen, wo jetzt die ganzen Teile liegen. Also, so schwer ist das jetzt auch nicht. Und ja. Bus ist voll ausgerüstet. Wir können also jetzt durchstarten hier. Ich weiß auch gar nicht. Ah ja, doch, an der Farm. Dann können wir auch gleich dann überleben. Ah, da geht jetzt auch erst zum ersten Mal die Brücke kaputt, obwohl hier schon zweimal lang gelaufen ist. Ist ja logisch. Wir werden alle. Eieiei. Oh, wir haben es geschafft. Ja, bleib ruhig. Ist gut. Meine Güte. Der Roboter hat Panik. Da ist eine Lampe. Da, an so einer Laterne kann man das dann machen. Da muss man dann so einen Affen auf den Kopf haben, zu der Laterne hinlaufen. Dann klebt er sich, also geht er von dem Kopf runter. Dann klebt er sich in die Erde ein und dann kann man dann... Ja, kann man dann... durch das Loch durch und dann kommt man dann irgendwo raus auf der Map, egal wo, irgendwo. Und ich hoffe mal dann irgendwo, wo man gut überleben kann. Und ja, das wäre halt schön, wenn dann nicht irgendwo in der Mitte von der Map
zwischen Strom und Stadt. Das wäre am schlechtesten. Ich will nicht aussteigen, ich will hier drin bleiben. Fahr weiter. Fahr weiter, Mann. Fahr da weiter. Du, 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 du. Ja, eigentlich müsste ich ja zur Stadt dann fahren, wenn ich die Trophäe gemacht habe. Und dann, mir Juggernaut kaufen. Ah ja. Eigentlich, ne? Normalerweise, ne? Och, jojoi. Und da vorne liegt auch dann ein Teil für die Jetkanone, die ich jetzt eigentlich auch zusammenbauen könnte. Weil ich ja eigentlich nichts zu verlieren habe. Außer, dass ich jetzt noch die zwei Trophäen mache. Danach können wir das dann doch gerne machen. Gerne. Solange wie ich halt überlebt, ne? Also da liegt... Da. Sieht man sie? Nein. Da liegt in irgendeinem Teil von dieser Jetkanone, die ich noch nie benutzt habe, muss ich ehrlich sagen. Noch nie. Was? Wo, was für Sitze bitte? Was für Sitze? Es gibt keine Sitze, Mann. Und ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr die Qualität jetzt besser findet von den Videos oder ob die genau gleich sind wie vorher. Weil ich sehe da schon einen Unterschied zwischen den vorigen Qualität und der jetzigen Qualität. Ist zwar beides 1080p, aber... Aber, ja, ich nehme jetzt aber nicht in 1080i, sondern in 1080p auf, weil ich habe mir ja den Game Broadcaster HD gekauft von Alpha Media. Diese ganzen Blitze bringen meine Piercings zum Kribbeln. Alle Piercings. Alle, oha. Wo hatten die überall Piercings? Wenn ihr das so betont. Will ich gar nicht wissen. Ne? Ach, joi. Aber er fällt ja schon weiter. Da sind wir auch gleich durch mit der Trophäe. Da muss ich mir nur noch... Guck, da steht auch eine... Namen, wenn man so oft redet, ist der Mund total trocken. Deswegen muss ich husten. Also so an so einer Laterne. Ich muss mal gucken, wo da bei... Da liegt eine. Da ist eine. Da. Okay. Ja gut, ich steig gleich aus. Aber erst wenn du hupst. Rätsel. Der sauberste... Okay. Der rennt zum Glück nicht. So, hier muss man zusammenbauen. Und wo liegen die Teile? Das würde ich jetzt gerne wissen. Wo liegen die Teile rum? Ah, die liegen ja hier überall rum. Das. Genau. Teil. Jetzt haben wir ein Magazin. Ja, das Magazin haben wir. Habe ich mal den Affen aktiviert. Und dass der nicht rennt, dieser. Hm. So, da drin kann nichts liegen. Da kann nur noch da oben was liegen. Das muss ja dann ein MG sein. Ein Rasenmäher auf jeden Fall. Da ist er. Ein Rasenmäher auf jeden Fall. Und ich muss mir auch mal überlegen, wie ich hier über die Lava drüber hüpfe. Also ich muss ja hier hoch gar nicht. Ja, fahr weg. Das ist okay. Weil, ja. Na, jetzt fehlt nur noch das MG. Das müsste ja auch da drüben irgendwo liegen. Okay, da brenne ich auch. Gut, das muss mir mal eigentlich mal so ein bisschen üben, damit ich das mal hinkriege. So, ich glaube, das liegt hier oben. Irgendwo. Es kommt mir hier irgendwie so vor, dass das hier so die Map so eine Art Hinonuma ist vom World at War. Das ist, war eigentlich immer noch die beste Zombie-Map, die gemacht haben.
Gäbe es da noch Pack-a-Punch, dann wäre das hier eigentlich noch besser gewesen. Ja, wo liegt denn jetzt das MP rum? Ja. Bis zum nächsten Ersten sieht es übel aus. Mist, hier ist total pleite. Ist ja schön. So, wo liegt jetzt hier ein MG rum? Kann ja nicht so schwer sein, ein G übersehen zu können. Irgendwo muss das ja hier rumliegen. Ne? Zombie, wo ist sie? Wo ist sie? Hallo, sag mal. Ist das vielleicht hier irgendwo rum? Ja. Hier, nein. Hier auch nicht. Nö. Da vielleicht hinter der Tür. Nein. Hinter der Tür vielleicht. Da ist ein O. Ja. Hm. Wo liegt das MG jetzt? Ist hier oben? Nö. Ach da. Nee, das ist der Stuhl. Habe ich schon gedacht. Aber jetzt will ich mal gucken, was... Genau, dieses Teil quatscht fast so viel wie ich. Schau mal die Strahlenkanone rein. Ach, die kann man da nicht. Ja, toll. Ja, dann lasse ich das MG drin. Also, was ist besser als das MG? Das will ich gerne mal wissen. Ist das vielleicht hier hinten rum? Nö. Ja, ich weiß, dass ich eine Energiequelle benötige, aber warum kann er da an die Sachen für die zusammenbauen? Dinger muss man ja rankommen, ohne eine Turbine einzusetzen. Jedenfalls war das bis jetzt immer so. Hm. Schön.